eine Plattform der Unterstützungseinheit. Diese unterstützt ihre Aktion im Operationsgebiet durch Nachschubabwürfe und Artillerieangriffe. Mit zunehmendem Personal und Einheitenstufe erhöht sich Angriffsarten und ihre Befehle werden schneller ausgeführt. Okay. Deckanzahl 1 von 30 auf 40. Braucht 1000 einfaches Metall. Wir haben 2000 und biologisches Material haben wir auch gerade genug. Was, das dauert? Dauert das eine echte Stunde? Wow. Erstmal umrüsten. Bam. Jupp, da ist auch ein Schalldämpfer drauf. Und irgendwie lädt mein Stream gerade bei mir die ganze Zeit nach. Ja, ich vermute mal, ach, ich kann die Mission auch wiederholen. Ja, cool. Gibt da weniger Geld, bisschen. Aber ist ja nicht schlimm. Jupp, Echtzeit. Immer ein bisschen farm. Später geht es ja noch nach Afrika statt nur Afghanistan. Achso, hier dürfte eigentlich nichts leben mehr. Tut's aber doch. Geht doch. Ja, das ist gut. Where are your friends?
So. On the brink of death, it's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put them to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step. So, die Leute hier erstmal unsere Seite versuchen zu ziehen. Der pennt anscheinend auch. Subject on board. Leave the rest to us. So, erstmal alles nach oben schicken, was nicht nied- und nagelfest ist. He's coming too. Roger that. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. Was habe ich denn hier für eine Nebenoperation? Hier wird ja wohl keiner mehr sein. Hier soll ein Elite-Soldat sein. Aber wo? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Das ist wirklich schade. Was? 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 Ach so. Thank you.
So, ich werde privat natürlich auch weiterspielen, ne? Wie wir das machen, weiß ich noch nicht so genau. Meines Wissens nach kann man nämlich nur einen Spielstand haben. Aber ich kann ja nicht immer streamen. Und dann würde ich ja voll eine Klatsche kriegen. Also nichts gegen euch YouTube-Zuschauer oder hier im Stream, aber ja, sagen wir mal so. Roger. Ich kann dann, während ich spiele, keine Musik hören. Ich kann in der Zeit nicht essen oder sonst irgendwie was machen, was man im Stream nicht macht. Also essen. Oder mir ein YouTube-Video nebenbei mal angucken. Ist halt alles eingeschränkter. Außerdem muss ich mich die ganze Zeit darauf konzentrieren, viel zu labern. Und ich muss dauerhaft spielen. Und ich habe ganz gerne mal, dass ich mal irgendwie eine Stunde spiele und dann mal irgendwie eine Runde am PC irgendeinen Scheiß mache. Keine Ahnung. Ja, ich bin halt ein bisschen eingeschränkt. Ich hoffe, das versteht ihr, wie ich das meine. Nimmt ihr mir auch nicht böse. Wir reisen jetzt noch einmal schnell zur Mothership Base, weil wir haben schon 5 Uhr und ich wollte um 4 schlafen gehen. Und dann beende ich auch den Stream und somit auch das Video. Nee. Wenn ihr Tipps, Tricks oder sonst irgendwas habt, gerne unter dem Video. Keine Ahnung, ob ihr euch das überhaupt anguckt. Bis zum Ende. Aber wenn ja, dann lasst euch aus. Wenn ihr mehr Metal Gear Solid sehen wollt, sagt mir einfach einmal Bescheid. Und dann wird auch mehr kommen. Wir haben einen Freiwilligen. Einen Freiwilligen. Ist ein bisschen wenig, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man zur Motherbase kommt. Kommt man da einfach so hin überhaupt? Ah, zurück zur Motherbase. Ich würde ganz gerne an der Motherbase speichern. Ich werde privat, wenn keine anderen Spielstände gehen, würde ich dann ganz gerne privat
Ja, auf jeden Fall Nebenmissionen und sowas machen. Oder abgeschlossene Missionen auf jeden Fall wiederholen. So kommen wir in Spielfortschritt nicht weiter. Ihr verpasst nichts Storytechnisches, aber ich kann trotzdem spielen. Noch so nebenbei eine Runde. Und wir machen halt offscreen ein bisschen Fortschritt. Halt im Sinne von mehr Geld, Mother Base ein bisschen ausbauen und so. All die elementaren Dinge, die ihr sehen wollt, werdet ihr dann auch sehen. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen komprimierter an Informationen als heute. Heute war ja viel Kennenlernphase. Nächstes Mal dann ein bisschen strikter. Wenn ihr das so wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde sagen, ja, wenn ich so 20 Aufrufe habe oder so, oder mal so bei 5 Likes würde ich sagen, ziehe ich auf jeden Fall durch, dass ich das Let's Play durchziehe. Ansonsten merke ich ja, also ziehe ich durch, dass ich das Let's Play durchziehe. Also bei 5 Likes würde ich fast sagen, ziehen wir das Let's Play auf jeden Fall hier durch. Aber ansonsten merke ich halt, ja, ihr habt keinen Bock drauf, ne? Aber ich glaube beim. Ja, bei 61 Abonnenten darf ich 5 Likes erwarten, oder? Ich meine, ein Like davon bin ich selber. Okay, bis dahin. Würde ich sagen, haut da raus. Nicht zu fest. Könnte wehtun. Und schlaf gut. So wie der Kollege hier.